Dachte dir auch schon mal, das, was da gerade passiert, das gab es doch schon mal so ähnlich? Manche schreiben uns, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine erinnert sie an den sogenannten Winterkrieg von 1939-1940. Die Sowjetunion überfällt damals Finnland. Und das wehrt sich überraschend erfolgreicher, als viele zunächst annehmen. Und wird für seinen Widerstand gefeiert. Als Dankeschön für 1 Million Abonnenten haben wir euch versprochen, ihr könnt euch ein Thema wünschen. Und genau dieses Thema hier hat die meisten Stimmen von euch bekommen. Und es ist auch wirklich interessant. Ein viel zu oft vergessenes Kapitel aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Hier also ein Video zum Winterkrieg. Was geschehen ist, wie der Krieg endet, was es auch mit Diskussionen um einen NATO-Beitritt Finnlands zu tun hat und zu der Frage, ob sich die Geschichte tatsächlich wiederholt. Wusstet ihr, dass der Begriff Molotow-Cocktail auf den Winterkrieg zurückgeht? Als die schier übermächtige Rote Armee 1939 vorrückt, müssen die Finnen improvisieren, denn es mangelt an Waffen, auch an Handgranaten. Sie bauen sich also selbst welche. Wenn man Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten in Flaschen abfüllt, das Ganze anzündet und auf den Gegner wirft, dann hat man einen Molotow-Cocktail. Solche selbstgebastelten Wurfbrandsätze gibt es schon lange. Im Winterkrieg sind sie eine geschickte Strategie, um die schweren, aber langsamen sowjetischen Panzer durch die schmalen Seeschlitze anzugreifen. Die Finnen benennen diese Brandsätze nach dem sowjetischen Außenminister, Wjatscheslaw Molotow. Denn die sowjetische Führung lässt Streubomben einsetzen. Über Finnland. Molotow redet sich heraus, die Flugzeuge würden nur Brot für die hungernde Bevölkerung abwerfen. Molotows Brotkörbe nennen das die Finnen zynisch. Und möchten dem Politiker mit den Bomben das passende Getränk dazu servieren. Schwarzen Humor haben die Finnen auf jeden Fall. Diese Anekdote zum Anfang verrät schon einiges über den Krieg, der natürlich alles andere als lustig ist. Und er hat eine lange Vorgeschichte, mit der wir jetzt starten. Das Land Finnland, den Staat Finnland, gibt es noch gar nicht so lange. Seit dem Mittelalter gehört die Gegend am nordöstlichen Rand der Ostsee zu Schweden. Aber auch das Zarenreich Russland interessiert sich dafür. Deshalb kommt es vor allem im 18. Jahrhundert zu mehreren Kriegen zwischen Schweden und Russland, bis Finnland schließlich Anfang des 19. Jahrhunderts während der Regierungszeit von Zar Alexander I. ein Teil Russlands wird. Aber es hat eine Sonderstellung. Als Großfürstentum wird Finnland ein ziemlich eigenständiges staatliches Gebilde. Die Finnen behalten ihren Landtag und dürfen sich weitgehend selbst verwalten. Auch die Amtssprache bleibt bestehen. Im Zeitalter des Nationalismus, also etwa ab den 1820er, 1830er Jahren, pochen nicht nur die Finnen auf ihre eigene Identität, auf ihre Kultur und Eigenständigkeit. In Russland gibt es damals natürlich auch Nationalisten. Und diese Leute wollen die Eigenständigkeiten von Völkern im russischen Nationalreich nicht hinnehmen. Die Spannungen zwischen den Finnen, die auf Selbstständigkeit pochen, und den Russen, die mehr Kontrolle wollen, nehmen zu. Als die russischen Revolutionen im Jahr 1917 die Zarenherrschaft beenden und die Sowjetunion entsteht, nutzen die Finnen die Gunst der Stunde und erklären sich am 6. Dezember 1917 für unabhängig. Die junge Sowjetunion hat mit internen Problemen zu kämpfen und muss das wohl oder übel hinnehmen. Auf längere Sicht verfolgt die Sowjetunion im hohen Norden aber die gleichen Ziele wie das frühere Zarenreich. Erstens muss die wichtige Stadt St. Petersburg bzw. Leningrad geschützt sein. St. Petersburg ist die alte Hauptstadt Russlands, eine große Metropole von europäischem Rang und ein kulturell bedeutendes Zentrum. Und zweitens, die Sowjetunion will eine freie Ausfahrt ihrer Schiffe in die Ostsee. Im August 1939 schließen das nationalsozialistische Deutschland und die kommunistische Sowjetunion einen Nichtangriffspakt. In einem geheimen Zusatzprotokoll teilen die Diktatoren Adolf Hitler und Josef Stalin ihre Interessensphären auf. Finnland liegt demnach im alleinigen Einflussbereich der Sowjetunion. Es geht dabei um vermeintlich legitime sowjetische Sicherheitsinteressen. Diese Argumentationsweise, die kennt ihr vielleicht schon. Zum Beispiel aus unserem Video über erfundene Kriegsgründe oder eben von der Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs. Das Video zu den erfundenen Kriegsgründen findet ihr übrigens oben auf dem i verlinkt und auch nochmal unten in der Infobox. Das Deutsche Reich und die Sowjetunion haben jetzt große Teile Osteuropas aufgeteilt. Hitler beginnt mit dem Angriff auf Polen, den Zweiten Weltkrieg. Schweden und Finnland treten in diesen Krieg nicht ein. Und auch die Sowjetunion hält sich zunächst heraus. Zwischen der Sowjetunion und Finnland wird ein Vertrag geschlossen. Die Sowjets erkennen Finnlands Eigenständigkeit an. Aber es herrscht keine Freundschaft. Man begegnet sich mit Misstrauen. Insgesamt ist Finnland, vor allem im Vergleich zur mächtigen Sowjetunion, ein kleiner Staat, der nach der Unabhängigkeitserklärung noch dazu einen Bürgerkrieg hinter sich gebracht hat. Stalin spricht trotzdem von Sicherheitsinteressen, fordert Stützpunkte, Verträge und Landabtretungen, russische Soldaten und Kontrolle in Finnland. In Wahrheit ist das Ziel wohl, Finnland wie auch die baltischen Staaten an die Sowjetunion anzuschließen. In Finnland sind viele dafür, Zugeständnisse zu machen.
unter anderem der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, der Feldmarschall Karl Gustav Emil Mannerheim. Er fürchtet, dass man gegen die riesige, hochgerüstete Rote Armee keine Chance hätte. Die finnische Regierung aber hofft, dass Stalin letztendlich nachgeben wird. Diese Hoffnung ist allerdings vergebens. Am 26. November 1939 erklärt die Sowjetunion, dass finnische Soldaten auf russischem Gebiet Soldaten der Roten Armee beschossen und getötet haben sollen. Am 30. November, ein Tag vor Winteranfang, beginnt der Krieg. Stalin plant jetzt einen Feldzug mit einer Dauer von 2 Wochen. Ehrlich gesagt sind alle, wirklich alle, auch die Finnen selbst, der Meinung, dass die Rote Armee die finnischen Streitkräfte sehr schnell besiegen wird. Aber es kommt anders. Der finnische Kommandant Mannerheim hat im sogenannten Winterkrieg die Strategie, die Angreifer nicht gleich an der Grenze aufzuhalten, sondern sie erst dahinter zu stellen. Er lässt eine relativ gut zu verteidigende Stellung anlegen und die Rote Armee rückt vor. Mit mehr als 400.000 Soldaten, mit 2.000 Panzerwagen und 2.000 Geschützen. 1.000 Flugzeuge bombardieren Helsinki und andere finnische Städte. Die höchstens 300.000 finnischen Soldaten verfügen über viel weniger Waffen. Aber sie sind einfallsreich, wie mit den Molotow-Cocktails. Mannerheim gelingt es, den übermächtigen Gegner in Stellungskämpfe zu verwickeln. Die Finnen greifen immer wieder aus dem Hinterhalt an. Und sie kennen ihre Heimat. In weißer Tarnung sind die Soldaten im Schnee nur schwierig zu erkennen. Die Soldaten sind mit Skiern ausgerüstet und kommen im tiefen Schnee viel schneller voran als die Sowjets in ihren schweren Stiefeln. Manchmal schaffen sie es sogar, größere Einheiten einzukesseln und zu vernichten. Der Angriff der Roten Armee wird gestoppt. Diese ersten Erfolge begeistern die Finnen und beflügeln sie in ihrem Widerstand. Was allerdings weiter fehlt, das ist die Ausrüstung. Die erhofft man sich aus anderen Ländern. Aber von dort kommt nichts. Der Völkerbund, die Vorgängerorganisation der Vereinten Nationen, verurteilt den Angriff der Roten Armee zwar und schließt die Sowjetunion aus der Organisation aus, aber das bringt den finnischen Soldaten natürlich nichts. Die Weltpresse jubelt über die Tapferkeit der Finnen und schreibt Parallelen zum heldenhaften Kampf der Spartaner gegen die Perser bei den Thermopylen herbei. Und in den Paramount News gibt es folgenden Film. The small European nation rushed its entire standing army of some 3 infantry divisions into the north to meet Stalin's numerically superior forces. The world was shocked over the callous way the Russian dictator had tossed aside a non-aggression pact of many years standing. Aber zur Unterstützung am Ende kommen nur gut 10.000 Freiwillige aus aller Welt an, die mitkämpfen wollen. Der finnische Historiker Aino Jutikala sagt es so: Die Welt hatte einen Zuschauerplatz in der Arena eingenommen, zuerst um über das tragische Geschick der Finnen zu weinen, dann um ihrem Kampfgeist Beifall zu spenden. Ihr wisst wahrscheinlich, die Griechen unterliegen den Persern an den Thermopylen. So auch die Finnen im Winterkrieg. Die Rote Armee lernt aus ihren Fehlern. Sie stellt sich neu auf und eröffnet im Februar 1940 eine besser geplante Großoffensive, unter der die Verteidigungslinie der Finnen zerbricht. Stalins Sowjetunion verleibt sich Finnland aber nicht ein. Der Winterkrieg, der nach knapp 3,5 Monaten am 13. März 1940 endet, ist zu verlustreich gewesen und als Besatzer hätten die Soldaten der Roten Armee heftigen, jahrelangen Widerstand erwarten müssen. Insgesamt sind etwa 25.000 finnische Soldaten gefallen, 125.000 sowjetische. Viele mehr sind verwundet. Immerhin bleibt Finnland ein unabhängiger Staat. Allerdings werden relativ große Gebiete zu russischem Territorium erklärt. Etwa 10% des Staatsgebiets. Aber damit endet die Geschichte nicht. Am 22. Juni 1941 beginnt Hitler den Angriff auf die Sowjetunion. Das ist für die Finnen eine schwierige Situation. Denn die Westmächte verbünden sich daraufhin mit Stalin. Den Finnen bleibt nur ein Verbündeter. Hitler. Mannerheim und die meisten finnischen Politiker sind gegen den Rassenhass und den Antisemitismus der Nationalsozialisten. In der finnischen Armee dienen Juden. Mittlerweile ist aber auch bekannt, dass die finnische Polizei mit der Gestapo zusammengearbeitet hat. Lange hielt sich die Ansicht, dass Finnland keine Juden an die Nationalsozialisten auslieferte. Aber Kommunisten und Juden werden eben doch gefangen genommen, ausgeliefert oder erschossen. Wir haben euch dazu einen Link unten in die Infobox gepackt. Die Forschungen dazu dauern noch an. Vieles ist ganz frisch. Zurück zum Krieg. Finnland sind im unprovozierten Angriffskrieg Stalins wichtige Industrie- und Landwirtschaftszentren abgenommen worden. Deshalb nutzt man die Möglichkeit, an der Seite der zunächst siegreichen Deutschen gegen die Sowjetunion zu kämpfen. Auch die finnischen Verbände machen anfangs große Geländegewinne und erobern nicht nur ihr Land zurück, sondern sie besetzen russisches Land. Dieser Krieg trägt den etwas seltsamen Namen Fortsetzungskrieg. Er dauert bis 1944. Die finnischen Erfolge sind zunächst möglich, weil Stalins Armeen sich gegen die deutsche Wehrmacht und ihre Verbündeten behaupten müssen. Aber das Blatt wendet sich. Im Jahr 1944 ist die militärische Lage in der Sowjetunion klar. Die Deutschen verlieren.
Die Rote Armee hat jetzt wieder Kapazitäten, sich beispielsweise um die finnischen Truppen zu kümmern. Und ganz klar ist, dieses Mal dürfte sich Stalin nicht mit ein bisschen Land zufrieden geben. Den Finnen gelingt es, mit Stalin Frieden zu schließen, aber der Weg dahin ist kompliziert. Denn Stalin will, dass die Finnen alles Land, was sie erobert haben, zurückgeben sollen. Die Finnen weigern sich zunächst. Aber eine Offensive der Roten Armee drängt sie zurück. Und es steht sogar zu befürchten, dass Finnland komplett besetzt wird. Da helfen jetzt die Deutschen mit Material. Denn würde Finnland fallen, dann könnte die Rote Armee noch von einer anderen Front aus angreifen. So sichert das Ringen der beiden großen Mächte Finnland in gewisser Weise das Überleben. Sie können mit der deutschen Unterstützung die Rote Armee stoppen. Stalin will das Problem endlich vom Hals haben und ist daher zum Friedensschluss bereit. Der Frieden zu diesen einigermaßen günstigen Bedingungen kostet Finnland aber einiges. Die Finnen müssen mehr Land abgeben als nach dem Winterkrieg. Und wiederholt sich jetzt Geschichte mit Blick auf die Ukraine? Naja, zuerst mal könnte man sagen, es gibt viele Parallelen auf den ersten Blick, aber eben nur auf diesen ersten Blick. Die ukrainische Armee ist, auch wenn sie weitaus kleiner ist als die russische beispielsweise, viel besser ausgerüstet und vorbereitet, als die finnische Armee es damals war. Und im Gegensatz zu den Finnen damals unterstützen viele Länder die Ukraine finanziell, humanitär und nicht zuletzt mit Waffen. Das ist ganz zentral für den Widerstand. Und hier wiederholt sich Geschichte nicht, so wie Geschichte sich niemals eins zu eins wiederholt, sondern es haben einige Menschen offenbar ihre Schlüsse aus der Geschichte gezogen. Vielleicht ist auch das einer der Gründe, warum viele Nationen der Ukraine während des russischen Angriffskrieges relativ schnell Unterstützung angeboten haben. Solidarität zu bekunden, das hilft rein militärisch nicht viel weiter, höchstens für die Moral. Genauso wenig wie Beifall allein Pflegekräften wenig nützt, aber das ist ein ganz anderes Thema, über das auch schon viel diskutiert wurde. Lassen wir jetzt mal beiseite. Der Friedensschluss kostet die Finnen noch mehr als die Gebietsabtretungen. Finnland muss sich verpflichten, neutral zu bleiben. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Außenpolitik für Finnland daher stets eine knifflige Angelegenheit. Denn einerseits will Finnland seine eigenen Interessen wahren, auch Sicherheitsinteressen, aber andererseits muss es sich mit dem mächtigen Nachbarn Sowjetunion und später Russland möglichst gut verstehen und auch auf dessen Interessen eingehen. So behauptet sich Finnland zwischen den beiden Blöcken Ost und West. 1995 tritt Finnland der EU bei, der Europäischen Union. Etwas angespannt ist die Situation weiterhin zwischen den Ländern. Ein gewisses Misstrauen nach den Erfahrungen des Winterkrieges scheint geblieben zu sein. Und dieses Misstrauen wird 2014 nach dem russischen Einmarsch auf der Krim weiter gestärkt. Trotzdem, Finnland bleibt neutral. Bis 2022. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine beantragen die Finnen und auch die Schweden die Mitgliedschaft in der NATO. Sie sind zwar stolz auf ihre militärischen Fähigkeiten, aber sie wissen, dass sie alleine Russland nicht gewachsen wären, wenn es zum Äußersten kommen würde. Was denkt ihr denn darüber? Ist der NATO-Beitritt Finnlands eine gute Idee? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und bitte bleibt fair, muss man bei solchen heiklen Themen immer wieder dazu sagen. Danke euch auf jeden Fall für diesen tollen Themenvorschlag. Und hier neben mir findet ihr noch ein Video zu dem Bündnis, in das Finnland gerne möchte, nämlich in die NATO. Und darunter ein Video von Terra X zum Krieg Russlands in der Ukraine. Schaut auch gerne mal unten in die Infobox, dort haben wir euch mehrere interessante Beiträge zum Thema Russland und Ukraine verlinkt. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.